So, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Full Day of Eating und zu meiner ersten Mahlzeit. Staubi ist auch schon wieder fleißig, ich bin heute am Wischen. Ja, wo bist du denn? Da ist er. So, was gibt es? Es gibt einen leckeren Hirsebrei, den habe ich jetzt aufkochen lassen und dann wieder den Herd ausgemacht, sodass der schön ziehen kann. So schmeckt er einfach wirklich am besten. Und tatsächlich benötigt man so viel Wasser da drin. Also der quillt nochmal um das Dreifache auf im Vergleich zur Trockenhirse, die ich hier habe. Die habe ich vom Aldi in Bio-Qualität. Und was ich für die Süße dazu gebe, sind einmal die Sultaninen, die Rosinen hier. Die sind richtig, richtig lecker. Und ich werde auf jeden Fall noch zwei Äpfel reinschneiden. Die sind selbst gepflückt. Werde die auf jeden Fall nicht in roh mitessen, sondern werde die hier reinschmeißen und ein bisschen mit ziehen lassen. Laut traditionell chinesischer Medizin. Warte mal kurz, ich glaube, ich mache Staubi aus, sonst könnt ihr mich nicht hören. Staubi, die Mutti muss mal ein bisschen was erzählen jetzt. So, laut traditionell chinesischer Medizin, TCM, sagt man nämlich, dass die erste Mahlzeit am besten wirklich ein Brei sein sollte, etwas Warmes. Und hier eben der Hirsebrei. Und dann mit etwas, ja, idealerweise Birne oder ein Apfel, irgendwas, was man so leicht warm machen kann, weil man nicht Rohkost mischen sollte mit gekochter Nahrung. Das ist wohl viel besser verdaulich. Vor allem beim Obst ist das so. Und das versuche ich zu befolgen. Klappt nicht immer, aber immer öfter. Und ich will euch ja hier mitteilen, wie der Strebermodus ist, auch wenn ich vielleicht nicht 100% perfekt bin. Und auch laut traditionell chinesischer Medizin, TCM, soll man immer ein bisschen Öl dazugeben, damit eben die Vitamine besser aufgenommen werden. Und es ist hier ein gekeimtes Leinöl. Leute, das ist der Oberhammer. Es ist wirklich so, ich habe kein anderes Öl gefunden, was im Körper nicht zu Fett umgewandelt wird, sondern komplett zu Energie. Also es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Ich mache euch mal den Link in die Infobox, da könnt ihr das nachlesen, dass dieses Öl zu 75% in Energie umgewandelt wird und nur zu 25% quasi als Fett der Körper sich speichern kann, im Vergleich zu anderen Ölen, wo 100% gespeichert wird. Also dieses Öl macht auf jeden Fall nicht dick, ist gekeimt, ist ein Leinöl, sprich ein Omega-3-Öl. Und wir haben hier extrem gute Werte. Also das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 ist einfach super. Und wir haben hier ALA von 48,8 Gramm. Ja, und Vitamin E auch noch dabei. Und hier oben ist so eine Grafik, was eben das Gekeimte ausmacht, dass sich eben die Nährstoffe vervielfachen. Ja, vervielfachen. So, das finde ich richtig gut. Das werde ich mir dann reingeben, werde ich aber nicht mitkochen. So wie die Äpfelchen. So, und in der Zeit, wo ich gequatscht habe, seht ihr schon, wie das Ganze hier aufgequollen ist. Sprich, das Wasser ist danach, wenn das gekocht ist, tatsächlich komplett weg. Ja. Und ich zeige euch dann das Ganze, wenn ich es anrichte. So, und schon hat alles eingezogen und wird dann eben auch so ein bisschen trockener. Und weil ich das flüssiger mag, gebe ich dann immer noch Hafermilch oder Mandeldrink dazu. So. Und dann kann man das entweder nochmal aufkochen lassen, wenn man es richtig warm möchte. Oder man kann, wie ich, das direkt anrichten. Der halbe Apfel ist noch übrig geblieben, den werde ich dann einfach so essen, später wahrscheinlich. So, und dann gebe ich mir hier noch das Leinöl dazu. Das ist auch sehr neutral, geschmacksneutral, das vermenge ich dann und dann schmeckt man das auch gar nicht raus. Das ist nicht wie andere Leinöle bitter oder so, sondern das ist eigentlich wirklich neutral. So,
So. Und ja, ich werde beide Portionen aufessen heute. Also das andere vielleicht nochmal in einer Stunde oder so, ja. Aber auf jeden Fall werde ich beides als erste Mahlzeit mir heute gönnen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich lasse es mir jetzt schmecken und ja, kocht das gerne mal nach und schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat. Guten Appetit! Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich snacke gerade eine Gurke. Warum sollte es nur normal sein, irgendwie einen Apfel zu snacken? Ich snack ganz häufig einfach mal so eine Gurke. Es gibt ja auch diese kleinen Gurken oder mal eine Möhre. Ja, für mehr Realität und vor allem für mehr Gemüse. Zeige ich euch das jetzt. Mein Frühstück habe ich euch ja heute wieder abgefilmt. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit, was ich so esse. Und habe jetzt gleich ein Ernährungscoaching. Wollte ich mal kurz zeigen, wie sowas abläuft. Wie ich da so mit meinen Mädels spreche. Ich liebe es einfach. Es macht mir irrsinnig viel Spaß. Und danach werde ich auch was Richtiges essen. Danach habe ich nämlich meistens richtig Hunger. Und nehme euch den ganzen Tag mit, was es so sein wird. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da, damit die Full Day of Eatings am Sonntag auch weiterhin bleiben. Es ist nämlich immer sehr, sehr aufwendig, das Ganze auch immer zu schneiden und euch da überall mitzunehmen, die Kamera überall aufzubauen. Ich muss das ja auch immer erhöhen und ja, ihr wisst selber, wie das ist. Alles kostet immer Zeit und vor allem auch Energie. Und damit ich da weiterhin motiviert dranbleibe, würde ich mich einfach über einen Daumen nach oben freuen. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße von der Gurke und von mir und wünsche euch noch einen tollen Tag. Macht's gut, ciao, eure Lana. Und weil ich es an diesem Tag esse und am Vortag vorbereitet habe, zeige ich euch das jetzt schnell. Und das liebe Wunderbrot ist es. Hier habe ich es schon eben mit Wasser aufgegossen, mit heißem Wasser. Habe es ein bisschen quellen lassen. Und das, was ich jetzt anders mache, ist, ich reibe noch eine Möhre rein. Damit das Ganze mehr Ballaststoffe bekommt, ein bisschen ja süßer wird auch und ein bisschen lockerer. Nicht ganz so fest der Teig wird. Und zu der Möhre, die ich jetzt hier noch schön einrühre, kommt dann auch noch eine fein geraspelte Zucchini dazu. Ja? Also nicht eine ganze, sondern ihr seht ja jetzt gleich, wie viel das sein wird. Aber schon reichlich, also ungefähr 3/4 von der Zucchini habe ich schon rein. Richtig fein geraspelt und das schmeckt man tatsächlich nicht raus. So kann man Kindern und Männern eben auch Gemüse unterjubeln, ohne dass sie es merken. Weil später im Brot wird man es eben kaum sehen, wenn man es nicht weiß. So, dann das Ganze eben einfach in eine Silikonform oder eine gefettete Backform geben und schön für eine Stunde in den Ofen. Und schon haben wir ein leckeres, frisch gebackenes Brot. Ihr seht es hier. Es ist richtig saftig, es ist richtig ja, lecker. Und gegessen habe ich das Ganze mit einem Brokkolisalat vom Vortag. Wenn ich an so Tagen viel zu tun habe, bin ich froh, dass ich schon was vom Vortag vorbereitet habe. Das Rezept vom Brokkolisalat findet ihr auf jeden Fall in einem Full Day of Eating von mir. Das werde ich euch auf jeden Fall hier verlinken. Dann habt ihr da das Rezept. Vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut. Ciao, eure Lana.